Das Ganze muss natürlich weitergehen. Deshalb nominiere ich euch zwei weitere Kanäle. Als erstes den Peter von Bitblock. Peter, du bist dabei. Ich erwarte, dass du innerhalb der nächsten Woche den Challenge erfüllst. Und warum? Du hast vorher noch gesagt, ich weiß, der Peter hat keine Zeit. Oh, Sascha, ich dachte, wir sind Freunde. Jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen, was ich mit Ketchup esse. Dabei mag ich Ketchup nicht. Ich bin der Mayo-Mensch. Ja, ich bin ein Mayo-Mensch und kein Ketchup-Mensch. Aber du hast auch richtig gesagt, ich bin für jeden Spaß zu haben. Ist halt leider mal so. Und dann mache ich natürlich bei der Ketchup-Challenge vom Heuman mit. Alle Links inklusive alle Links wie Heuman unten in der Videobeschreibung. Der ja vom Dirk auf die Challenge gestoßen wurde. Also Heuman gibt es Verlinkung, den Dirk auch. Hier den lieben Sascha, der mich nominiert hat. Danke dir von dem auch. Und von meinen zwei, die ich dann nominiere, gibt es natürlich auch den Link in der Infobox. So, und was würde ich, jeder, der mich kennt, jeder, der mir bei Instagram folgt, weiß ganz genau, dass es bei mir ein Kryptonit gibt. Ich sag mal so, der Marc Bade hat mir mal so ein kleines Paket zu Weihnachten zukommen lassen. Da waren 199 Duplo drin. Und jeder, der mich kennt, weiß, Duplo ist mein Kryptonit. Und da habe ich mir einen kleinen Duplo-Automaten gebaut. Jeder, der das sehen will, bei Instagram habe ich das, glaube ich, drin. Und so ein Duplo, würde ich einfach mal behaupten, so ein Duplo kann nichts kaputt machen. Und da ich sage, ein Duplo kann nichts kaputt machen, werden wir uns das mal schön hier hinlegen. Wir werden das mal schön, ich habe mir ein Brett vorbereitet, so wie das die richtigen Profis ja machen. Wenn wir schön hier das Duplo hinlegen, jetzt hole ich noch was. So hier natürlich den guten Heinz Ketchup. Ach, schönes Duplo. Komm her du, ah, komm. Schön. Hier über das Duplo drüber. Und dann, was gibt's da? Ah, herrlich sieht es doch aus. Und so ein Duplo. Mmh. Ah. Ein bisschen kantig im Abgang. Aber, naja. Wie haben wir früher immer gesagt? Wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt. In diesem Sinne. Weg mit dem Leckerbissen. Wenn der Ketchup-Geschmack mal weg ist, geht. Ein schönes Mal. Kennt ihr das, wenn es immer mehr wird? Wenn es im Mund immer mehr wird beim Kauen? So etwa ist das. Also Freunde, ich würde sagen, ich habe meine Wette eingelöst. Und jetzt bleibt es mir natürlich auch dran, das Rad am Laufen zu halten. Dann nominiere ich auch zwei Stück. Und mir sind schlagartig sofort zwei eingefallen. Nummer eins, da weiß ich, dass der den Spaß mitmacht. Im ersten Moment würde er mich jetzt hassen, würde ich denken, Peter, nein. Aber, Micha, hier, Barbecue Bear, Link in der Videobeschreibung, ich schicke dir das auch nochmal per WhatsApp, dass du das auch nicht vergisst. Dich nominiere ich, eine Woche Zeit, Ketchup Challenge, einfach mal mitzumachen. Ich weiß, dass du den Spaß mitmachst. Und dann ist mir die Entscheidung für die zweite Nominierung auch überhaupt nicht schwer gefallen. Die nehmen gerade getrennt voneinander Videos auf. Treffen sich nur ab und zu, wenn sie bei einem seine Grillhütte da eine neue Platte drauf bauen und so. Wenn sie es jetzt schon sehen, ich schicke euch das aber auch noch per WhatsApp. Wenn sie das jetzt sehen, dann wissen sie schon, scheiße, wir sind gemeint. Genau, den Gordon und den Manuel von MG Barbecue. Die haben mich das letzte Mal bei der Saure Gurken Challenge nominiert. Und das ist jetzt so die kleine Rache. Da ihr ein Team seid,
macht es zu zweit oder einer von euch, der den wenigsten Ekel hat. Und dann würde ich sagen, dann passt die Sache. Und in diesem Sinne, Sascha, mein Einsatz habe ich gebracht und ich wünsche jedem noch viel Spaß bei der Aktion.